Wir haben gerade schon mit dem Mentorverein einen Verein in Gelsenkirchen vorgestellt, der sich mit sehr intensiv mit Kindern und Jugendlichen in dieser Stadt beschäftigt und mit ihnen gemeinsam Kulturarbeit auch macht. Das gibt es natürlich auch für ältere Menschen in dieser Stadt. Mit der Projektwerkstatt 50 Plus, mit dem Generationennetz Gelsenkirchen, mit vielen anderen Akteuren, die gemeinsam mit Menschen jenseits der 60 ein tolles, oder der 50 Plus, ein tolles Kulturprogramm auf die Beine stellen. Und einer der ganz wichtigen Motoren in diesem Zusammenhang ist Gisela Majewski, die ja ganz, ganz vielen bekannt ist, Theaterzugabe und wo sie überall schon unterwegs war. Und sie wird gleich ins Bild kommen und eine kleine Erfolgsgeschichte berichten. Wir haben ja vor einiger Zeit die Filmreihe für Senioren, Seniorinnen gestartet, immer zu einem bestimmten Themenkomplex. 5 Filme im Frühjahr, 4 Filme im Herbst, gemeinsam mit der Generationenwerkstatt. Martina Meil ist da ganz aktiv in der Auswahl der Filme. Und wir präsentieren die hier sonntags nachmittags. Das heißt, wir versuchen mit diesem Filmbeitrag oder mit dieser Filmreihe genauso wie aber auch immer wieder mit anderen Veranstaltungen. Wir haben Werkstätten der Senioren- und Nachbarschaftsstifter und Stifterinnen hier. Auch da versuchen wir natürlich auch ein Publikum anzusprechen, was sich auch aktiv in die Arbeit hier in dieser Stadt, in die Stadtgesellschaft einbringt. Und das unterstützen wir sehr gerne. Es gibt eine kleine Kuriosität, die eigentlich auch nur wiederum Corona hervorbringen kann. Gisela Majewski wird in ihrem Beitrag gleich auf den Film Männer im Wasser hinweisen. Männer im Wasser fällt ins Wasser, und zwar inzwischen zum 3. Mal, und mal sehen, ob wir es ihn zum 4. Mal schaffen, ihn zu sehen und dann auch den Kopf über Wasser zu halten. Er ist mehrfach wegen der Pandemie schon abgesagt und verschoben worden und auch jetzt wieder. Und vielleicht schaffen wir es im Juni, wenn wir denn vielleicht auch selber alle mal wieder schwimmen gehen können, diesen Film hier zu zeigen. Warten wir es ab. Aber ansonsten, was werden wir denn gleich hören? Vielleicht gibt es noch was Spannendes. Eilert, was hast du noch über die Filmreihe zu berichten? Ja, wie gerade schon angesprochen, schwenken wir nun von der Unterhaltungsform der Musik über zu Filmen. Die Seniorinnen-Filmreihe in der Flora existiert mittlerweile seit 2 Jahren. Und wie sich die Idee entwickelte und wer an der Umsetzung alles beteiligt war und wie die Veranstaltungen ablaufen, das erzählt Ihnen jetzt gleich Gisela Majewski, stellvertretend für die Projektwerkstatt 50 Plus und das Generationennetz Gelsenkirchen e.V. Die Filmreihe in diesem Jahr findet im Rahmen der bundesweiten Veranstaltungsreihe 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland statt, mit folgenden 2 Terminen. Einmal am 18. April und am 6. Juni. Wie Sie schon mitbekommen haben, die Corona-Pandemie hat die eigentlich 5-teilige Reihe dann doch kräftig eingeschränkt. Gelsenkirchen hat noch Kinos, aber in Alt-Gelsenkirchen kein einziges mehr. Selbst das kommunale Kino ist geschlossen worden. Und wir bei der Projektwerkstatt 50 Plus haben schon lange darum gekämpft, dass in der Altstadt für Senioren wenigstens einmal im Monat sonntags Filme gezeigt werden können. Martina Meil und ich sind in der Projektgruppe 50 Plus. Die gibt es seit 15 Jahren immer noch. Daraus sind nachher die Nachbarschaftsstifter entstanden. Aber bei 50 Plus war ich schon immer die treibende Kraft. Auch für kulturelle Dinge. Und mir fehlte ein Kino hier in der Altstadt für alte Leute. Und Martina Mann hat mich sehr unterstützt. Ohne ihre Unterstützung, ich hatte vorher schon Anläufe gemacht, hat es überhaupt nicht geklappt. Und mit Martinas Unterstützung und dann mit der Flora, mit Frau Abfeld, haben wir es vor circa 2 Jahren geschafft, dass wir endlich für Senioren in der Altstadt einmal im Monat sonntags diese Kinoreihe machen konnten. Und ich sag Ihnen was, das war genau richtig. Wir haben Rückmeldungen und unsere Zuschauer, wir haben schon eine richtige Stammkundschaft, sind voll zufrieden. Ja, also das ist ganz was Besonderes. Wir zeigen nicht einfach nur Filme, die schön sind, sondern wir stellen die
immer unter ein besonderes Thema. Ich bin so aufgeregt. Wir machen eine Tonaufnahme. Bravo. Wundervoll, Liebling. Möchten Sie es nochmal versuchen? Oh, ich wüsste nicht, warum. Für mich war es perfekt. Das erste Thema hieß kleine und große Frauenwunder. Da hatten wir den ersten Film mit Meryl Streep, Florence Foster Jenkins, die sich für eine tolle Sängerin hielt, aber schrecklich gesungen hat. Aber ihr Mann hat sie unterstützt und das war ein hinreißender Film. Sie ist bemerkenswert, oder? Sie singt etwas speziell. Speziell? Also wir haben den Einstieg sofort geschafft und unser Publikum war da. In der gleichen Reihe war dann Fräulein Stinnes fährt um die Welt. Das ist eine industriellen Tochter aus dem Ruhrgebiet. Die hat ihre Erbschaft dafür verwandt, dass sie, oh, ich glaube Anfang 1900 irgendwas, um die Welt gefahren ist. Sehr spannend, sehr interessant, kam auch gut an. Fräulein Stinnes, jetzt sagen Sie mal, warum machen Sie das eigentlich? 40.000 Kilometer um die Erde fahren. Eine junge Frau wie Sie. Ich will einfach die Welt aus eigener Anschauung kennenlernen. Wir schießen einen Menschen ins All. Wenn wir ihn zu schnell reinholen, verbrennt er beim Wiedereintritt. Und dann gab es noch einen Film. Es ging um drei schwarze Frauen. Können Sie sich ausweisen? NASA, Sir. Das wusste ich nicht, die Stellen tatsächlich. Es arbeiten viele Frauen für das Weltraumprogramm. Die für die NASA gearbeitet haben, aber nie anerkannt wurden. Also auch das war ein starker Film. Da drin war noch nie eine Farbige. Blamieren Sie mich nicht. Der wurde gestern nicht gelehrt. Verzeihung, ich bin nicht die... Und wie gesagt, wir hatten jetzt schon ein Stammpublikum. Und nicht nur, dass der Film gezeigt wurde, anschließend war auch immer eine Diskussion. Und hat also die Hälfte, manchmal bis zu zwei Drittel, ist toll mitgegangen. Also wir haben mit Sicherheit den Nerv getroffen. Das haben uns auch die Frauen bestätigt, dass sie lange auf sowas gewartet haben. Wie klingt denn ein leerer Himmel? Himmelsworte. Das gelingende Leben, da hatten wir auch ganz wunderbare Filme. Einmal Musik als Therapie. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass wir zusammen ein Musikstück entwickeln, das vielleicht auch wirklich mit Ihrem Leben zu tun hat. Die Symphonie Ihres Lebens, wie sollte die klingen? Wir haben überlebt. Es ging um ein Altenheim, ein Pflegeheim, wo also schon ziemlich stark Demente zum Singen gebracht wurden. Und ich weiß aus Erfahrung, dass die das noch können. Also mein Mann hat 30 Jahre war Chorsänger, also der hat bis zum Schluss noch seine Lieder gekonnt, obwohl er sonst gar nicht mehr viel konnte. Die würden dazu gebracht, aus ihrem Leben, was sie noch konnten, zu erzählen und dann die entsprechenden Lieder zu singen. Also das war sehr beeindruckend und da wir ja ein Seniorenpublikum haben, die sowas oder Ähnliches vielleicht auch aus Erfahrung schon können, kannten, war auch das wieder ein Volltreffer. Ah ja, und dann ging es noch um die Heinze-Frauen. Lass mal, das geht die ganze Rolle kaputt. Hast du? Wie Sie alle wissen, haben wir unlängst den 24-Stunden-Betrieb eingeführt und dafür männliche Kollegen eingestellt. Einer muss ja die Arbeit machen. Würden Sie denn für 6 Mark die Stunde arbeiten hier? Dafür würde ich noch nicht mal aufstehen. Die ja in Gelsenkirchen, oh Gott, wann war denn das? In den 70er Jahren in einem Fotolabor gearbeitet haben und dann per Zufall festgestellt haben, dass die Männer mehr verdienten als die Frauen, obwohl sie die gleiche Arbeit gemacht haben. Und die sind dann auf die Straße gegangen und die hatten bis zum nach Karlsruhe, die hatten hier Erfolg, dann wurde das in Hamm wieder negativ beschieden. Scheiße! Oh. Jochen, hilf mal! Hilfe von einem Mann? Nee, abschalten!
Männer. Was denn? Ihr habt das Urteil doch gehört. Männer sind mehr wert. Ach, Schwachkopf. Und bis Karlsruhe haben sie dann gewonnen und haben dann ihr Recht gekriegt. Also das war auch ganz toll. Keiner schiebt uns weg, hieß der Film. Ja. Leg du doch mal was ab. Also wir waren überrascht, dass überhaupt so viele diskussionsfreudig waren. Und es gab nicht nur immer eine Richtung, sondern es war Pro und Contra. Aber wir haben auch alle Meinungen stehen lassen und haben versucht, dann irgendwo in Einklang zu kommen. Ich überlege gerade, welche Diskussion, also welcher Film besonders war, dass die Diskussion richtig, also keiner schiebt uns weg, war schon, weil viele ja auch diesen Gelsenkirchen-Anteil kannten, ne, von den Frauen hier. Das war schon sehr stark, aber auch alle anderen, also ich selbst bin überrascht, weil ich bin manchmal enttäuscht, wie wenig ältere Leute oder Frauen, auch ein paar Männer sind immer dabei, aber überwiegend Frauen, doch diskutieren. Aber irgendwie konnten wir sie dazu bringen, sich zu öffnen. Also es macht richtig Spaß, auch die Diskussion danach. Und die sind dann immer, also richtig zufrieden nach Hause gegangen. Du weißt ja noch gar nicht seinen Namen. Mami, er heißt John Wade Prentice. Ist das nicht ein hübscher Name? John Wade. Ich werde einmal Joanna Prentice heißen. Das dritte Thema war Menschen am Rande der Gesellschaft. Rat mal, wer zum Essen kommt. Das ist ein Film aus den 60er Jahren mit Catherine Hepburn und Spencer Tracy und Sidney Poitier, wo es um eine weiße Frau und um einen schwarzen Mann geht und wo also die Eltern des weißen Mädchens, vor allen Dingen der Vater, es erstmal verhindern wollten, dass ihre Tochter diesen schwarzen Mann heiratet. Ich liebe ihre Tochter und ich würde alles tun, um sie glücklich zu machen und ihr dieses Glück auch zu bewahren. Aber ich bin der Meinung, ohne ihr Einverständnis wäre eine Ehe sinnlos. Ich habe selbst einen schwarzafrikanischen Schwiegersohn und wusste aus Erfahrung, wie viel heute noch bei uns und in Amerika und überhaupt, also farbige auszuhalten haben. Und jetzt kam Corona dazwischen und im Moment müssen wir eine kleine kreative Pause machen, aber wir hoffen, im neuen Jahr weitermachen zu können und dann unter dem Thema 1700 Jahre jüdisches Leben. Da haben wir noch keine Filme direkt ausgesucht, wir sind noch dabei, Filme zu suchen und hoffen, dass wir ihn im neuen Jahr damit auch vielleicht wieder Entspannung und Freude machen können.